Der war gut. Jetzt schieben wir uns schön eine Gewürzgurke gegenseitig in den Mund. Oh! Lecker! Jetzt wäre hier ist es Krebs. Marine! Von den Jo, danke schön! Tschüssi! Ciao! Wir sind hier in der Innenstadt und das Eis mit der Gewürzgurke lässt es sich am besten schmecken. Oh, es ist die Gurke glatt mit. Wenn ich mir das hier so anschaue, die jungen, frischen Damen hier, da wird meine Gurke schön groß. Mit Gewürzgurken durch die Stadt zu laufen, ist ein Zeichen für Wohlstand und Geschmack im Osten. Ich bin hier durch die Stadt gelaufen. Richtig Durst. Hast du wirklich die Scheiße geäxt? Doch. Du hast wirklich geäxt? Ich weiß es nicht. Alles gut. Das war sehr erfrischend und es hat mir sehr gut getan. Falls ihr denkt, dass ich die liegen lasse, nein, die esse ich alle auf. Du hast den ganzen Gurkentopf geschafft. Denkst du, es bleibt alles drin? Alter. Nach dem ganzen Gurkenwasser und Gewürzgurken brauche ich jetzt eine Zigarette. Zigarette nach dem Sex. Nach dem ganzen Siff. Entschuldigung, guter Herr, ja. Kann ich das Gewürzgurkenglas auch als Aschbecher benutzen? Natürlich! Jetzt wird dran geschnuppert. Qualitätscheck. Super Qualität. Schmeckt sie auch? Dann möchte ich auch mal testen. Die ganze Blüte gleich.
Ja, ist gut. Also, um den Blütenstaub jetzt runterzuspülen, habe ich mir nochmal eine Coca-Cola Zero geholt. Ah, ja, jetzt ist gut. Wir sind am Heiligen Brunnen und da möchte ich gerne eine Gewürzgurke reinhalten und dran lecken. Das letzte Mountain Dew. Nach dem ganzen Gurkenwasser gönne ich mir jetzt was Schönes aus dem Brunnen. Auf den Scheiß. Schluck Specht. Ah. In der linken Hand habe ich das Gewürzgurkenglas und in der rechten eine Pfanddose. Ich danke Ihnen ganz doll. Genüsslicher. Ja. Mehr Leidenschaft. Ich denke, das wäre eine Gewürzgurke. Jawohl. Exquisit. Belehrt. Die ist mir zu krumm, die werfe ich jetzt in den Mülleimer. Ach, Sass. Ich weiß jetzt nicht warum, aber dieses wunderbare, schöne Kunstwerk, da liegen drei schöne Gewürzgurken, die verspeise ich jetzt. Rein damit! Keine Widerrede! Du Sau! Rein damit! Ja! Schneller! Hinter damit! Schmeckt's denn auch? Nie wieder kotzen, Kevin! Damit mein Maul nicht so nach Gewürzgurke riecht, rauche ich ständig eine nach der anderen. Der Mann muss gefeuert werden. Ja. Scheiße. An den schönsten Orten auf der Toilette findet man die besten Gewürzgurken. Ja, dann ess eine. Schnell. Verspeist die guten Gurken aus der Toilette. Mehr. Die sind gut gereift. Eine geht noch. Die sind gut gereift in der Toilette. Zwischen Urinien. Oh, ja. Hinter damit jetzt. Schneller, schneller. Schneller. In die Toilette damit. Nein, in den Magen. Hinter. Schluck. Ja. 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 Schluck runter. Schnell! Tiberius! Zwischen Kot und Urin werden wir wiedergeboren! Hey! Die allerletzte Gurke wird einer das gegessen. Einer geht noch! Einer geht noch rein! Spül mal bitte runter! Damit werden die feinsten Gewürzgurken transportiert.
Hallo? Ja, hier ist Gewürzgurkenhändler, genau, da bin ich richtig. Schicken Sie mir bitte einen ganzen LKW voller Gewürzgurken in die Dresdner Straße, Dresden. Dankeschön. Ich bin der Dennis. Den kaufe ich gerne mit feinsten Gewürzgurkengläsern. Kommen Sie ran hier, feinste Gurkenland. Wir präsentieren Ihnen den Grünland. Hier bieten wir Ihnen den Grünland vom Norden, Osten, wohin Sie wollen, zum Gurkenland. Wohin Sie wollen, relativ egal. 200 Euro die Stunde. Ja, hier. Yeah. Kommen Sie. Dankeschön, junger Mann, dankeschön. Yeah. Damit kaufen wir Gewürzgurken. Yeah. Dankeschön. Oh, was ist das? Dankeschön. Der Laden ist dicht! Gurkengott! Okay, mit kleiner mal ein bisschen. Moin, warte! Kleingeldspende! Kleingeldspende! Marius! Oh fuck! Schwein! Schwein? Ich hab den Kleingeld zugelassen. Mit vielen Daumen! Vielen Daumen! Mit vielen After! Ja? Küss doch mal den Mann! Küss ihn! Küss ihn! Vielen Daumen! Die Hände sind voller Gewürzgurken, Scheiße! Leck ab! Mehr! Yeah. Endlich zu Hause! Jetzt habe ich meine Gewürzgurken. Jetzt kann ich wieder in Ruhe schlafen.